Was haben wir hier? Eine Avocado? Wie wär's mit etwas Epoxiddressing? Möchtet ihr eine Lichterkette verschönern? Es ist ganz einfach. Ihr braucht eine Silikonform und eine LED-Lichterkette. Legt die Lichter in die Abschnitte und legt die Form vorerst beiseite. Nehmt dann Epoxid und etwas Glitzer. Fügt auch Glitzer hinzu und rührt es um. Füllt dann die Form bis oben mit dem Epoxid. Entfernt nach dem Aushärten die Formen. Diese Diamanten sind echt super und sie funkeln. Schaltet nur noch die Lichterkette ein. Seht ihr, wie es glitzert? Diese Lichterkette könnte eine Dekoration für euren Weihnachtsbaum sein. Epoxid eignet sich auch zum Dekorieren von Computerzubehör. Ihr braucht einen USB-Stick und eine Silikonform. Wir haben eine Gitarrenform. Passt es dann an. Schneidet dann Silikon auf die Größe des USB-Sticks zu. Jetzt bereiten wir das Epoxidharz vor. Ihr braucht zwei Portionen. Fügt dem schwarzen Epoxid etwas Perlmuttpulver hinzu und rührt es gut um. Füllt den Gitarrenhals mit weißem Epoxid und wartet, bis die Schicht trocknet. Setzt jetzt den USB-Stick in die Form und gießt das schwarze Epoxidharz hinein. Fangt mit dem Hals an und geht allmählich nach unten. Entfernt es dann aus der Form. Was für ein toller USB-Stick! Es ist ein stilvolles Accessoire für Leute, die Gadgets und gute Musik lieben. Und jetzt braucht ihr einen runden Anhänger. Verdünnt Epoxidharz mit blauer Farbe und verwendet eine Pipette. Füllt den Anhänger vollständig mit Epoxid. Glättet dann die Oberfläche mit einem Spieß. Verwendet einen Spieß und etwas weiße Acrylfarbe, um Linien zu zeichnen. Fangt dann von der Mitte aus an. Fügt auch einen schwarzen Farbtropfen hinzu. Das ist eine Pupille. Nehmt jetzt eine Kette mit einem Ring und befestigt den Anhänger daran. Es ist ein Schlüsselbund mit einem bösen Blick. Jetzt stehen eure Schlüssel immer unter dem Schutz des Auges. Eine ungewöhnliche Form und ein wenig Fantasie reichen aus, um aus Epoxid ein stilvolles Accessoire zu machen. Nehmt als erstes eine federförmige Silikonform und Wachsentferner. Sprüht es in die Form und gießt das Epoxidharz hinein. Lasst euch Zeit für die kleinsten Ecken aus. Nehmt dann etwas Farbe und tragt einige Tropfen auf die Mitte auf. Verteilt es dann mit einem Zahnstocher. Erstellt einen schönen Farbverlauf. Ihr könnt den Rest der Federn in einer anderen Farbe dekorieren. Legt jetzt die Form in einen Becher, um die Federn zu krümmen. Lasst es dann trocknen. Macht jetzt mit einer Ahle Löcher in die Spitzen und nehmt ein paar Metallringe. Führt die Ringe durch das Loch und rückt hinzu. Verbindet so die Federn zu einer Kette. Befestigt dann am Ende den Verschluss. Was für ein schönes Armband! Hey, ich habe ein Geschenk für dich! Wow, das ist aber toll! Und das Beste daran ist, dass es mit Liebe von Hand gemacht wurde. Wie wär's mit ungewöhnlichem Christbaumschmuck? Ihr braucht eine Plastikkugel, kleine Steine und einen Plastikkäfer. Legt die Steine in eine der Hälften der Kugel, fügt ein Epoxidharz hinzu und mischt es. Das Epoxidharz sollte die Steine bedecken. Legt dann den Käfer hinein und verschließt die Kugel. Klebt dann Klebeband herum und befüllt die Kugel durch ein vorgebohrtes Loch mit Epoxid. Lasst es dann komplett aushärten. Öffnet die Kugel und entfernt es dann. Dekoriert es noch mit einer Schleife. Oh, Spielzeuginsekten in Epoxid sehen fast lebendig aus. Dekoriert den Weihnachtsbaum mit diesen Ornamenten. Was wohl meine Freundin dazu sagen wird? Ich liebe Weihnachten. Das sieht süß aus, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. War das deine Idee? Als nächstes braucht ihr einen Plastikbecher und eine Handvoll Steine. Gebt die Steine in den Becher und füllt Epoxidharz hinein und mischt es dann gut. Jetzt braucht ihr eine alte Glühbirne. Gebt die Steine und das Epoxid vorsichtig in die Glühbirne. Fügt noch Zweige und Blätter hinzu. Erstellt einen künstlichen Boden. Gießt dann Epoxidharz hinein, um es vollständig zu füllen. Versiegelt die Glühbirne mit einer halben Perle. Färbt es dann mit Metallicfarbe. Jetzt habt ihr ein echtes Glühbirnen-Aquarium, aber ohne Fische. Es ist eine interessante Art, einen Nachttisch oder ein Bücherregal zu dekorieren. Für diese Idee braucht ihr eine Halbkugel. Ihr könnt auch einen Tischtennisball in zwei Hälften schneiden
Legt etwas Modelliermasse in die Form. Jetzt braucht ihr einen Ballon. Schneidet ihn erstmal oben ab und drückt das Stück in die Modelliermasse. Ihr braucht zwei davon. Mischt jetzt Epoxid mit grüner Farbe. Gebt dann Epoxidharz in die Form. Und gießt ein hellgrünes Epoxidharz darauf. Lasst etwas weißes Epoxidharz in die Mitte fallen. Wartet dann, bis alles ausgehärtet ist. Nehmt jetzt die Stücke aus der Form. Macht mit einem Handbohrer ein Loch in den schmalen Teil der Form. Befestigt einen Ring und eine Ohrringbefestigung. Und befestigt unten auch ein paar Ringe. Klebt dann schwarze Perlen in die Mitte. Zeichnet nur noch ein Smiley mit einem Permanentmarker darauf. Damit die Ohrringe glänzen, könnt ihr sie mit klarem Epoxy bestreichen. Verwendet dafür einen Pinsel und macht es auf beiden Seiten. Ihr habt eine lustige Mini-Avocado gemacht. Diese Ohrringe wären ein tolles Geschenk. Aber ich könnte auch einen Streich machen. Oh, also mit so einer Avocado hat sie garantiert nicht gerechnet. Wow, diese Baby-Avocados sind meine neuen Lieblingsohrringe. Die neuen Ohrringe sehen köstlich und lustig aus. Als nächstes braucht ihr eine LED-Lichterkette und eine große Plastikkugel. Schneidet ein Loch in die Kugel und platziert die Lichter in die Kugel. Befüllt es dann mit Epoxid. Schneidet die Kugel vorsichtig auf, um das Stück zu entfernen. Bemalt den unteren Teil mit schwarzer Acrylfarbe. Ein leuchtender Ball! Ist das nicht magisch? Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Könnt ihr es auch kaum abwarten? Um ein Künstler zu sein, muss man keine Berufsausbildung haben. Alles, was ihr braucht, ist Epoxid. Nehmt einen Teller und etwas Epoxid. Fügt schwarze Farbe hinzu und gießt es auf den Teller. Macht dann einen großen Fleck mit weißem Epoxid. Pustet darauf, um schöne Flecken zu erzeugen. Es sieht aus wie schneebedeckte Gipfel auf dem Hintergrund eines dunklen Himmels. Oder ist es das Polarlicht? Fügt am besten noch einen weißen Punkt hinzu. Verteilt die Farbe mit einem Stäbchen für einen besseren Effekt. Macht auch weiße Sterne um den Mond. Wartet dann, bis das Epoxidharz ausgehärtet ist. Zeichnet jetzt Hügel mit Goldfarbe. Zeichnet Schatten, damit die Zeichnung realistischer aussieht. Pflanzt noch Bäume auf den Berggipfeln und platziert ein Reh. Deckt jetzt das fertige Bild mit klarem Epoxidharz ab. Nehmt dann das Bild vom Teller. Wow, es ist eine kühle Landschaft. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, jeden Raum zu dekorieren. Sogar Draht kann sich in einen schönen Anhänger verwandeln. Formt aus dem Draht eine schöne Form. Klebt breites Klebeband an eine Seite an. Jetzt habt ihr eine Schmuckform. Bereitet drei Becher mit Epoxidharz in verschiedenen Farben vor. Ihr braucht auch flüssiges Glitzer. Dekoriert dann die Form. Verwendet zuerst schwarzes Epoxid. Dann den Rest der Farben, um die Form vollständig zu füllen. Bevor das Epoxidharz aushärtet, könnt ihr noch Glitzer hinzufügen. Wartet dann, bis die Basis ausgehärtet ist. Entfernt jetzt das Klebeband und macht dann weiter. Macht dann noch einige Löcher in die Form und befestigt eine Kette. Fertig! Was für ein ungewöhnlicher Anhänger! Dieser Halsschmuck ist definitiv ein Einzelstück und sieht mega toll aus. Nerven euch eure Haare auch immer wieder? Gott sei Dank hat eure Freundin ein Haarband. Nehmt ein Flummi und halbiert ihn. Fügt dann Glitzer zu Epoxidharz hinzu. Verwendet dann eine Pralinschachtel und gießt etwas Epoxidharz in eine Zelle. Legt jetzt die Hälfte des Flummis darauf und fügt dann Dekodraht hinzu. Wenn es Epoxidharz aushärtet, könnt ihr es entfernen. Das sieht super aus. Dekoriert es noch mit schönen Accessoires und befestigt ein paar Mini-Anhänger. Tragt unten dann Heißkleber auf und klebt ein Haargummi an. Das ist mal ein ungewöhnliches Design. Es sieht aus wie ein weit entfernter Planet. Jetzt könnt ihr eure Haare zubinden. Wow, dein neues Accessoire ist aber toll. Für diese Idee braucht ihr ein rundes Armband, Watte und Draht. Deckt die Watte mit grüner Farbe und Glitzer ab und fügt etwas Kleber hinzu. Verteilt die Watte mit einer Pinzette auf dem Draht. Erstellt einen Minibaum. Der Draht ist der Stamm und die grüne Baumwolle sind die Blätter. Jetzt braucht ihr eine Silikonform. Stellt sie auf eine Tasse und legt einen kleinen Armreif rein und fügt dunkles Epoxid hinzu. Füllt die Form bis zur Hälfte. Pflanzt euren Minibaum in das Epoxid. Wartet dann, bis es ausgehärtet ist. Ein ungewöhnlicher Kreisel ist fertig. Der dreht sich aber schnell.
Cool, oder? 2 in 1! Dieses einfache Spielzeug kann auch eine tolle Dekoration sein. Und für diese Idee braucht ihr 2 Einwegbecher. Stellt eine Plastikschale darauf. Zerdrückt ein Stück Tüll und taucht es in Epoxid ein. Vergewissert euch, dass der Tüll vollständig bedeckt ist. Deckt dann die Schale mit Tüll ab. Macht jetzt noch eine Schicht. Glättet dann die Oberfläche und wartet, bis es ausgehärtet ist. Entfernt es dann. Seht ihr? Es ist jetzt ganz fest. Wie Glas. Das sieht viel besser aus als eine normale Obstschale. Möchtet ihr auch was mit Epoxidharz machen? Schreibt uns, welche Idee am coolsten war. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.